Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Zuallererst frohe Weihnachten. Das habe ich leider in meinem gestrigen Video nicht gesagt, weil die zwei Videos, die online gekommen sind, waren dann leider vorgedreht. Aber heute am ersten Weihnachtstag von Herzen frohe, frohe Weihnachten. Ich hoffe, du und deine Familie habt eine wunderschöne Zeit und es geht euch gut und ihr habt schöne Feiertage, genau. Heute möchte ich gerne zur Feier des Tages, weil es ist Weihnachten. Heute ist der 24. Dezember. Ein Fullface nur mit bestbewertesten Produkten von DM schminken. Genau. Das heißt, ich habe dafür nicht extra eingekauft. Ich bin dann quasi durch meine Make-up-Sammlung gestöbert. 2 Stunden lang habe ich mir meine Boxen vorgenommen und habe einfach mal durchgeguckt, was habe ich da und was hat wirklich so 5-Sterne-Bewertungen oder richtig gute Bewertungen. Das ein oder andere Produkt hat nur so 4,2 Sterne quasi, aber wir sind jetzt mal nicht päpstlich halt als der Papst und wir gucken einfach mal, wie das Ganze dann in Kombination in meinem Gesicht funktioniert. Ich finde es super interessant, weil ich habe herausgefunden, dass ich wirklich bunt gemischt so gut wie alle Marken abgedeckt habe, die man dort finden kann. Richtig geil. Es gibt auch was zu gewinnen und zwar habe ich nochmal gekauft den Essence Adventskalender. Spread the Magic. Alles, was du dafür tun musst, steht einfach in der Infobox. Also das ist ein kleines Weihnachtsgeschenk, ne? Auch wenn man das quasi dann jetzt nicht so, ne, Weihnachten aufmachen kann, aber du kannst ihn ja jederzeit aufmachen im Prinzip, ich meine. Ne? Was erzähle ich hier? Ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe hier dieses Jahr so viele Adventskalender schon angefangen zu öffnen und das im September. Aber gut, ja, wir starten einfach mal. Mr. Fred hat sich übrigens hier richtig, richtig breit gemacht. Also ich hoffe, dass ich irgendwas habe, was den abdecken wird. Der Knutschfleck von meinem Freund ist auch nach wie vor am Start. Also der ist richtig hart, denke ich. Der hält jetzt schon 3, 4, 5 Tage. Das ist echt Wahnsinn, Leute. Sollte euer Freund irgendwann mal sowas bei euch im Gesicht machen wollen, haltet ihn davon ab. So. Ich starte mit einem Primer und zwar NYX Professional Makeup First Base Primer Spray. Genau, das ist einfach ein Spray als Primer, finde ich voll interessant. Einfach ein leichtes Spray, das alles irgendwie smooth machen soll. Smooth, genau, weichzeichnen soll. Huch, ich habe es doch noch nicht verwendet. Ne. Okay, ja, jetzt habe ich es mir drauf gesprüht und jetzt? Ich meine, es ging einfach. Es riecht gut. Also hat jetzt nicht irgendwie so einen alkoholischen Duft oder so. Ich verteile das jetzt einfach mal mit meinen Fingern im Gesicht, weil ich glaube, das soll man, oder? Wenn du möchtest, dass ich so ein Video auch nochmal mit den ganzen, bestbewerteste Rossmann-Produkte aus meiner Sammlung mache, dann lass dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Dann weiß ich schon mal Bescheid und kann das dann demnächst mal machen. Und falls du sonst irgendwelche Wünsche hast, unten die Kommentare sind offen grundsätzlich für sowas. Okay, Foundation habe ich hier von Maybelline Fit Me. Luminous and smooth, strahlend und ebenmäßig. Habe ich in der Farbe Light Beige. Könnte ein bisschen dunkel sein. Aber ich hatte die Superstay, die auch sehr, sehr gut bewertet war. Die ist auch Light Beige, aber die ist viel, viel heller. Also irgendwie ganz merkwürdig. Naja, aber wir gucken mal. Ne? Also ich erinnere mich dran, dass ich die Foundation, als ich die das letzte Mal benutzt habe, richtig gut fand. Und ja, die kommt jetzt einfach erstmal so aufs Gesicht. Ach komm, die Farbe geht klar. Ja, dementsprechend ist das hier natürlich auch mein Christmas-Make-up, was ich hier mit dir zusammen schminke. Also ich habe natürlich schon einmal Weihnachten gefeiert, weil wir müssen Weihnachten an 4 Tagen feiern, weil, ja, sowohl mein Freund als auch ich haben quasi große Familien im Prinzip, also getrennte Eltern, ne? Und dann, ja, feiern wir halt 4-mal. Kann man machen, oder? Heute dann das 2. Mal und dann noch den 1. und 2. Weihnachtstag und bin sehr gespannt, wie das alles so wird. Also der Sonntag war richtig, richtig schön mit meinem Papa, seiner Frau, meinen Großeltern. Das war wirklich gesellig. Also es war schön, ja. Okay, also es ist wirklich lightweight. Das heißt, du hast fast gar keine Deckkraft. Mr. Fred ist noch mega am Start. Der Knutschfleck scheint noch voll durch. Meine ganzen Sommersprossen, Rötungen und so weiter auch. Das heißt, ich gebe mir einfach noch einen Pumpstoß auf, um die Deckkraft etwas zu erhöhen. Aber gefühlt werde ich jetzt nicht deckender, sondern einfach nur gelber. Mist. Eigentlich mag ich das ja, wenn du eine leichte Deckkraft hast, aber ich habe aktuell echt Kackhaut. Also, ne, hier Viecher da, Pickelviecher, dann Knutschfleckviech. Also da möchte man dann irgendwie doch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich möchte Weihnachten, dass sowas verschwindet. Die Foundation an sich gefällt mir richtig gut, ne? Also ich habe ein Luminous Skin
Finish, ne? Also meine Haut scheint richtig schön, es ist schön strahlend. Hoffentlich wird das Puder und alles andere dann vielleicht noch ein bisschen mehr Deckkraft geben. Ich weiß es noch nicht so genau. Oh Mann. Naja, egal. Mehr als 2 Pumpstöße möchte ich jetzt echt nicht heute aufgeben. Das möchte ich einfach nicht. Dann wird die mir zu cakey, habe ich ein bisschen so die Befürchtung. Deswegen, ich blende das hier mal so ein bisschen am Hals noch runter, dass quasi dann doch irgendwie so die Übergänge softer sind und man nicht so diesen krass weißen Übergang hat, ne? Naja, aber ansonsten mag ich die Foundation gern. So, dann habe ich hier als Concealer Instant Anti-Age Löscher. Das ist die Farbe 03 Fair. Und den verwende ich jetzt als Concealer. Und weil er halt Löscher heißt, versuche ich damit auch Unebenheiten wegzulöschen. Natürlich erstmal ganz normal die Augen. Ich finde, von dem verwendest du einfach automatisch mehr, aber ich finde den toll, ne? Also, der macht einen guten Job. So, und jetzt löscht das. Oh, das geht. Löscht das auch? Oh, der löscht aber viel. Das ist cool. So, wenn ich den jetzt ausblende, mal gucken, ob das auch noch weiterhin gelöscht bleibt. Oh ja. Er macht einen guten Job. Mir war bewusst, dass der gut ist, ne? Aber dass der so gut ist, jetzt ist auch noch meine Kamera richtig irritiert und weiß gar nicht mehr, wo mein Gesicht ist. Hier ist mein Gesicht, vielen Dank. Ja, krass. Wow. Geil. Dann baue ich ihn hier noch etwas mehr auf. Mr. Fried, Sie dürfen heute einfach mal nicht Teil der Party sein. Ne, das geht. Ich will den jetzt auch nicht zu dick abdecken, weil die Oberfläche bleibt halt nach wie vor, ne, deswegen. Aber den, da kann ich auch wirklich sagen, 5 Sterne ist ja sowas von wert, das ist ein geiles Teil. So, mein Lappen ist auch 5 Sterne wert, mindestens. Den benutze ich immer, um meine Finger noch ein bisschen abzuputzen. Dann habe ich hier von Catrice Nude Illusion Loose Powder Transparent Matte. Das ist auch sehr gut bewertet worden. Unter den Augen mache ich das tatsächlich lieber eben mit dem Schwämmchen, weil durch die Spitze kommst du viel präziser da an die untere Augenpartie ran. Und das Schwämmchen ist halt auch noch feucht, das verbindet die ganzen Geschichten dann noch ein bisschen besser miteinander. Deswegen finde ich das schöner. Also ich bake nicht, ich sette nur den Concealer damit. Und den Rest mache ich mit einem fluffigen Pinsel in meinem Gesicht. Gut an der ganzen Geschichte ist halt, dass die ganzen Produkte, die ich dir hier zeige und die ich hier verwende, alle noch verfügbar sind. Jedenfalls waren sie das heute. Also denke ich auch nicht, dass da jetzt sich irgendwie was geändert hat. Zum Zeitpunkt des Video-Hochladens, weil das wird jetzt ja am ersten Weihnachtsfeiertag hochgeladen werden. Also morgen, also ja, für mich morgen, für dich jetzt. Also, es ist immer so verwirrend, ne? Wenn man über Zeiten in YouTube-Videos spricht, das ist wirklich enorm verwirrend. Ich fand es jetzt super interessant zu sehen, was von den Produkten, die ich zu Hause habe, gut bewertet ist oder eben sehr gut bewertet ist. Und wenn ich das alles mal zusammen kombiniere, weil das hier habe ich noch nie zusammen in Kombi verwendet, wie das dann vom Endresultat her aussieht und ob es wirklich einem Weihnachts-Make-up würdig ist oder ob ich nachher mein Gesicht abwaschen darf. Mal gucken. Also dieses Puder ist echt geil. Das hat also auch super jetzt mit der Foundation zusammen funktioniert. Das hat jetzt den Ton auch so ausgeglichen, dass es wirklich passt, ne? Also es ist wirklich alles sehr weich gezeichnet, sehr perfektioniert und ja, die beiden Querulanten da sind halt nach wie vor noch irgendwie zu sehen, aber that's life, ich komme damit klar. Ich habe leider ein ganzes T-Shirt voll gepudert. Gut, dass ich mich gleich nochmal umziehen werde. Ich habe tatsächlich ein Weihnachts-T-Shirt an, Leute. Ne? Also da haben wir letztes Jahr schon drüber gesprochen. Eule oder Taube. Ne? Also, es ist wahrscheinlich eher eine Taube. Aber na, was willst du machen? Ich hätte lieber eine Eule gehabt. So. Jetzt nehme ich einen Bronzer, da ist der Love Sun von Love, Blurring Bronzer, sehr gut bewertet gewesen. Das ist die Farbe 020 Seductive Bronze. So schaut er aus, das ist so eine schöne Blume eingeprägt und dann nehme ich den Pinsel von eben einfach und bronze mein Gesicht. Heftig ist der nicht. Falls ihr euch übrigens fragt, was das hier für ein ultra cooler Pinsel ist, der ist von Real Techniques, die Nummer 300. Ja, das ist so ein cooler Pinsel, ne? Aber Real Techniques gibt es ja auch in der Drogerie, deswegen habe ich mir gedacht, darf ich den auch heute nehmen? Yay! Also das ist halt so ein richtig schöner Winterbronzer für mich. Im Sommer bräuchte ich den nicht nehmen, da könnte ich den wahrscheinlich als Gesichtspuder verwenden. Aber jetzt so im Winter, ne, macht er einfach dezente Bräune, natürliche Bräune tatsächlich. So wie es halt im Winter möglich wäre tatsächlich. Und das gefällt mir. Ja,
absolut vollkommen zu Recht ist dieser Puder-Bronzer so gut bewertet. Mag ich. Als Blush habe ich von Max Factor den Pastel Compact Blush in der Farbe Seductive Pink. Auch der sehr gut bewertet. Auch der aufgetragen mit einem Essenspinsel. Sehr dezent. Ich glaube, im Sommer habe ich dazu gesagt, dass es ein Winterblush ist. Im Winter sage ich, muss es stark aufbauen, sage ich dazu. So, nach Schicht Nummer 5 sieht das Ganze auch tatsächlich etwas nach irgendwas aus. Also, ne, mit der Zeit entwickelt er sich, hat einen zarten Schimmer mit drin, was ich auch schön finde. Ja, aber man muss Schimmerblushes mögen, wenn man den mögen will oder, ne, benutzen will. Ja, sieht doch ganz cool aus, so, ne. Also, das kann man wohl so tragen. Das ist ganz gut. Also, wirklich nur ein Winterblush. Ich würde den niemals im Sommer tragen können. Aber wir befinden uns ja im Winter. Deswegen schichtet sie einfach nochmal 20 Schichten drauf. Ist okay. Für dezente Blushes ist der auch wirklich zu Recht gut bewertet gewesen. Also von daher, da sage ich auch nicht nein zu. So, dann habe ich hier von Trend It Up die Face Lights Palette. Die habe ich von der lieben Vanessa mal im Tauschpaket gehabt. Und daraus wollte ich den Highlighter hier verwenden. Das ist der hier oben. Man hat hier auch noch so, ja, Blush-Topper drin und einen Bronzer-Topper theoretisch, ne, wollte ich jetzt aber nicht verwenden, weil ich habe einen Schimmerblush, aber den wollte ich nehmen, den Highlighter. Genau, dann nehme ich einen Boutique-Pinsel und mache mir ein Kabel. Ich hatte fast schon vergessen, wie schön ich den finde. Geil, oder? Ach. Natürlich die Nase und das Lippenherz und da und da. Eigentlich überall. Genau. Ja, ne? Das gefällt mir schon mal ganz gut von der Basis meiner ganzen Geschichte her. Doch, muss ich wirklich sagen, die Produkte passen gut zusammen. Und passen jetzt auch gerade ganz gut. So, ich mache meine Augenbrauen und da habe ich hier von Catrice den Eyebrow Stylist in der Farbe Date with Ashton. Das ist selbstverständlich nicht nur einer meiner Favoriten, sondern auch einer von den Leuten Favoriten, die den bewertet haben quasi. Habt ihr eigentlich mal Bock darauf, dass ich mal so ein Instagram bestimmt mein Make-up oder ein Zuschauer bestimmt mein Make-up mache? Dann schreibt mir das mal gerne unten in die Kommentare. Dann könnte ich vielleicht sowas mal demnächst starten und das dann über Instagram quasi machen. Oder hier, ja, bei YouTube ist immer ein bisschen schwierig, aber genau, bei Instagram finde ich das, glaube ich, ganz cool. Ja, dann schreibt mir das gerne mal. Die Augenbrauen sind am Start. Ja, ne, das ist schön. Ich mag das Ergebnis. Ich mag den Date with Ashton. Der ist dezenter, sage ich mal, als der von Dr. Pierre Rico, den ich ja normalerweise sehr, sehr gerne verwende. Der macht hier jetzt halt ein etwas natürlicheres Finish, weil der halt nicht so viel Farbe abgibt und sehr, sehr zart ist. Aber ich mag's. Als nächstes werde ich erstmal meine Augenlider prime und da verwende ich die Eye Foundation von Catrice. Das ist ein Waterproof Eyeshadow Primer in Matte. Der kommt mit so einem Applikatorfüßchen daher. Und ja, den kann man sich ganz einfach auf die Augenlider geben. Und der ist eher transparent, also der gibt nicht wirklich Farbe ab, würde ich sagen. Und den verteile ich mir jetzt mit dem Finger. Nö, das hat doch ganz gut funktioniert, aber es ist ein Nidschattenprimer, was erwartet man? Ja, ne, dann gucken wir mal weiter. Ja, selbstverständlich, ne. Diese Palette ist super gut bewertet gewesen. So gut wie alle, aua, BH Cosmetics Paletten waren 1A bewertet auf DM online. Und die 1991 von Alicia Marie habe ich natürlich hier. Und ich habe einige BH Paletten hier, aber die möchte ich jetzt auch gerne verwenden. Die war richtig klasse bewertet. Die hat so, so tolle Texturen, Duo, Chromes und Shimmer. Und hast du nicht gesehen? Und du hast garantiert schon 5 Milliarden Looks damit gesehen, aber jetzt zu Weihnachten wollte ich mir den auch mal gönnen. Zunächst einmal setten wir das Ganze mit Afterlife. Also ich merke gerade, wie sticky die Base eigentlich ist von diesem Lidschattenprimer von Catrice. Das ist echt heftig. Den hatte ich so gar nicht in Erinnerung. Ich glaube, den habe ich tatsächlich auch mal im Tauschpaket gehabt. Mit der lieben Alina Jasmin war das, genau. Ja, ne? Gesettet. Easy peasy. Jo, was mache ich jetzt? Soft Spot gebe ich mir ganz, ganz soft in die Lidfalte, beziehungsweise ich baue mir eine Lidfalte. Das geht ganz gut. Safe Word vertieft meine Lidfalte. Ui, ha, ui, ui, und der ist aber da. Der ist intensiv. Ho, 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 ho. Und ich blende und blende und es funktioniert wundervoll. Ja,
Wobei das eigentlich jetzt eher ein Mischmasch aus beiden Farben ist, aber egal. Ich möchte irgendwas Aufregendes jetzt heute mal machen. Ja, das heißt, ich möchte irgendwie auch diese Rachel und Legan, die beiden, ne, da habe ich irgendwie richtig Bock drauf. Die schreien gerade danach, verwendet zu werden. Ich weiß, dass Rachel auf dem Auge auch irgendwie ein bisschen bräunlicher aussieht. Deswegen gebe ich mir Rachel wahrscheinlich eher nach außen. Dann kommt Legend und nach innen hin werde ich heller. Das heißt, ich fange jetzt mal an mit Lullaby. Das ist dieser Pinke, der schimmert. Also die drei. Die drei. Die werden's. Die werden's. Das wird aufregend. Okay, ich fange an mit Lullaby. Der kommt nach innen. Gute Entscheidung. Ja, ja. Und dass der hier gerade mehr ins Goldene als ins Pinke geht oder ins Rosa, ne? Begrüße ich zu diesem Augen-Make-up sehr. Weil es einfach passt. So, daneben kommt dann Legend, also das dunkelrote. Mega. Also da brauchst du keine Cut Crease. Das funktioniert ganz gut so. Man muss halt ein paar Mal öfter reingehen, ne? Aber so vermeidet man halt auch wiederum, dass man Fallout bekommt, indem man das einfach immer wieder auftupft und schichtet. Also wenn man das einfach drauf klatscht. Deswegen mag ich das so auf diese Art und Weise viel, viel lieber. Ja, und das Grün, das Ritual, was ich dir eben gezeigt habe, das kommt nach außen. Ich stehe ja drauf, ne? Ich stehe auf solche Farbverläufe. Ich stehe drauf, mit solchen Produkten zu arbeiten. Mega geil, dass diese Palette so gut bewertet war und die jetzt hiermit in dieses Make-up darf. Yay! Ich freue mich. Das sieht ja so ein bisschen krass aus, aber wir müssen da oben noch ein bisschen aufräumen. Dann nehme ich von eben wieder Softspot und verblende dann hier in der Lidfalte. Und gehe auch nochmal mit Safe Word dann ein bisschen rein. Jetzt bin ich ja so dunkel geworden. Dann kann ich auch noch hier so ein bisschen dunkler werden in der Lidfalte. Irgendwie hat der Look was, finde ich. Ich finde es ziemlich cool. Man kann das Ganze jetzt noch ein bisschen toppen mit Pixie. Das ist dieser Ton hier. Das versuche ich jetzt auch nochmal. Dann hast du noch ein bisschen mehr Glittery, Glamoury, Tüdelü drin, ne? Das wird irgendwie auf jeden Fall ein bisschen heller und ein bisschen softer, ne? Ich weiß jetzt nicht, welche Seite mir persönlich besser gefällt. Das ist halt hier so ein bisschen intensiver. Da kommen die Farben mehr durch. Und hier sieht es halt wirklich so regenbogenmäßig miteinander verblendet aus. Ja. Und das, obwohl ich hier nur die Farbe so drauf tupfe. Und an die untere Wasserlinie packe ich mir Lovesick. Liebeskrank. Heißt das wirklich so, ja? Ah, dann hast du wahrscheinlich so verheulte Augen, weil du liebeskrank bist. Das ist natürlich sehr süß. Ja, ich glaube, die Farbe Pixie hat das Augen-Make-up schon ein bisschen verhunzt, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig sehe. Hat bei mir jetzt nicht so gut funktioniert, wie ich mir das erhofft habe, aber so ist das halt. Also quasi dieser Topper hätte nicht sein dürfen. Okay, also ich mache mir jetzt nochmal in den inneren Augenwinkel und unter den Augenbrauenbogen die Farbe Lullaby, ne? Und jetzt fehlt ja noch der Rest vom Schützenfest, nämlich Eyeliner und Wimpern. Also, ne, dann sieht alles eh noch ein bisschen anders aus bei mir. Als Eyeliner habe ich den Liquid Ink Eyeliner von Essence. Den hatte ich jetzt letztens erst im Adventskalender drin und ja, den kann ich jetzt auch tatsächlich das erste Mal verwenden. War auch 1A bewertet auf der DM-Homepage. Oh nee, erstmal Fixing Spray. Mensch, 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 Essence, you better work. Gymproof Fixing Spray, auf geht's. Hätte ich was vergessen. Meine Herren. Ja, ist halt ein Fixing Spray. Riecht ein bisschen süßlicher. Fühlt sich ganz gut an. Kurz eindengeln hier mit dem Schwämmchen. Bin ich halt sweatproof, gymproof. Aber so wollte ich jetzt nicht unbedingt Sport machen. Oh, Wahnsinn. Das ist so ein richtiger... Oh mein Gott, so ein richtiger Eyeliner, vor dem ich Angst habe. Aber wir versuchen es mal. Ist ja nicht gerade erst Weihnachten oder so. Ah! Manchmal vergesse ich zu atmen, während ich mir einen Eyeliner auftrage. Geht dir das auch so? Ein Wing wäre nicht schlecht, ne? Den hätte ich ganz gerne. Ich nehme übrigens immer so einen Pinsel, wenn ich gepatzt habe, weil ich es anders nicht hinkriege. Gerade bei solchen Eyelinern. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der macht mir Angst, ne?
Okay, ein bisschen muss ich noch. Ich lasse das jetzt so, weil ich das einfach nicht besser hinkriege. Ich komme mit diesem flüssigen Eyeliner einfach überhaupt nicht klar. Das ist bei mir einfach ein Problem immer mit dem Schlupflid. Und ja, ne? Auch wenn er noch so gut bewertet ist, werde ich ihn wahrscheinlich nicht weiter verwenden, um ehrlich zu sein, weil ich einfach damit nicht so wirklich klarkomme. Und ich glaube, so lange habe ich schon seit Jahren nicht mehr gebraucht, um mir einen Eyeliner zu ziehen. Puh. So, kommen wir zu den erfreulichen Dingen des Lebens. Mascara. Da habe ich von L'Oreal die Miss Manga Mega Volume Mascara, die noch original verpackt ist. Die hattet ihr mir millionenfach nahezu. Denn die habt ihr mir wirklich zuhauf empfohlen. Ich hatte sie noch nicht da und habe sie mir dann letztens bei Lookfantastic geholt. Ich bin äußerst gespannt, wie sie aussieht. Hä? Oh mein Gott. Das ist ein super flexibles Bürstchen. Ei. Guck dir das an. Das kannst du so knicken. Hammer. Okay, ja, so schaut sie aus, ne? Kegelförmig und irgendwie gequielt. Ganz interessant. Riecht nach nicht gut. Künstlich. Okay. I will do my very best. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also mich verwirrt die Flexibilität des Bürstchens an diesem Stiel, muss ich gestehen. Das ist nicht gerade einfach, sich daran zu gewöhnen. Aber ich denke, wenn man das jeden Tag verwendet, dann ist das eine andere Sache. Aber ich finde, dass sie ein schönes Ergebnis macht. Also sie macht wirklich tolle Wimpern, so wie ich sie mag. Also ich mag das auch gerne, wenn ich ein bisschen Fliegenbeine habe. Ich mag das, wenn es einfach so wa-wa-woom ist, ne? Wenn ich einfach etwas mehr Kapitel sehen darf. Das muss einfach mal sein, ne? Ich mag das. Jetzt siehst du das Ganze nochmal aus der Entfernung und ich finde auch von der Entfernung her sieht das alles ganz gut aus, ne? Das sieht alles sehr stimmig aus und ja, es fehlen noch die Lippen. Da habe ich hier von Catrice Plumping Gel Lipstick Power. Das habe ich mal irgendwann im Famila geholt in der Mittagspause. Plumping Gel Lipstick, das ist die Farbe 100. Ne? Also das sieht schon ziemlich cool aus. Der macht weiße Zähne, der macht alles irgendwie so ein bisschen... Ne? Mehr weihnachtlich, würde ich mal so sagen. Es ist kein klassisches Rot, aber ich mag ihn und der passt auch wirklich gut zum Gesamtbild. Ja, ihr Lieben, das ist der fertige Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Frohe Weihnachten und lass es dir ganz einfach gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!